Oh. Leute, es geht los. Reparatur 33 Level, jo, okay. Reparatur Nummer 7. Die Picke in meiner Offhand auch fast komplett voll. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Gestern war ja so eine kleine Hassfolge, würde ich sagen. So eine kleine, lass mal all meine Emotionen aus, die sich über die Zeit von den Folgen und huch. Das war jetzt nicht beabsichtigt, die sich in der Zeit von den Folgen angestaut haben. Und wie kriege ich denn den jetzt am besten wieder da hoch? Mann, der soll nicht hier unten bei dem Reparatur-Villager sein eigentlich. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass der auch zu einem Reparatur-Villager wird, indem wir jetzt einfach so machen und mal schauen, wie der auf unsere Crafting-Tables reagiert. Und theoretisch müssten wir das mit dem jetzt so oft machen können. Nee, weil er behält seinen Beruf. Warum behältst du deinen Beruf? Das macht gar keinen Sinn. Naja, Leute, hier ist unser Reparatur-Villager. Und wie ihr seht, ich habe ein paar Emeralds in der Tasche und wir werden jetzt direkt unsere Reparatur holen und wirklich was daraus machen, Alter. So lange hat das gedauert. Ich weiß wirklich nicht, wie lange wir darauf hingearbeitet haben, bis wir jetzt endlich das Reparaturbuch wirklich in der Hand halten können gleich. Wenn ich mir jetzt natürlich als allerletzten Schritt noch ein bisschen Zuckerrohr geholt habe und vorher ins Bett gehe. Ich hole mir jetzt Zuckerrohr. Alter, so viel Verzweiflung nur für so ein kacke Reparaturbuch, ne? Das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich mir dachte, Alter, bitte lass uns jetzt einfach endlich diesen Kack-Villager bekommen. Das war so viel Arbeit, wirklich so viel Kack-Arbeit, bis wir diesen Villager hatten. Ich bin jetzt so hyped drauf, einfach gleich das Reparaturbuch in meiner Hand zu halten und endlich mit dem Villager wirklich handeln zu können, Alter. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie viel Arbeit wir oder wie viel Zeit es gebraucht hat bis zu diesem Reparaturbuch. So, vorerst trainen wir mal ganz kurz noch mit den Villagern, die frei sind, ein paar Emeralds, dass wir auch genügend haben, aber theoretisch müssen die jetzigen auch schon für 3-4 Bücher ausreichen. Ich glaube, ich brauche insgesamt, ich brauche mindestens 6 Bücher, wenn nicht sogar mehr, um all das, was ich habe, in irgendeiner Weise mit Reparatur verzaubern zu können. So, hier mit dem handle ich auch gleich mal durch. So, dann handeln wir mit ihm jetzt hier einfach auch wieder ein paar Emeralds. Dann haben wir nämlich über einen Stack Emeralds. Und was bietet der jetzt? Ach, okay. Ja, der war eher Abfall. Jetzt haben wir einen Stack Emeralds und er ist wieder arbeitslos, okay. Einen Stack Emeralds, Leute, und es geht los. Nach viel zu langer Zeit. 2, 4, 5 Reparaturbücher, die wir uns jetzt ertraden könnten. Wir könnten uns sogar noch einer traden, aber ich würde erstmal wollen, dass der Typ ein Level-Upgrade macht und vielleicht sogar nochmal die Bücher vergünstigt. Weil mit Glück vergünstigt er die nochmal, das wäre natürlich top. Und hier können wir gleich einmal das setzen, vielleicht. Ja, ich habe immer die Hoffnung, dass irgendeiner von denen nochmal Reparatur bekommt halt, ne? Mit ganz viel Luck wäre das sogar möglich. Aber es ist halt echt schwierig. Ja, ihr seht, ihr hat es nämlich jetzt schon auf 10 reduziert. Und wenn ich jetzt mal noch ein bisschen was holen gehe und der zu dem wieder trade, dann müsste der, vielleicht haben wir Glück und der vergünstigt seine Trades wirklich nochmal. Das wäre natürlich wirklich mit Abstand das Beste, wenn er nochmal mit dem Preis für Reparatur runtergeht. Vielleicht haben wir wirklich Glück. Na, Brudi, warum nimmst du denn nicht die Workbench, die Dingsbank hier an? Warum kannst du denn nicht einfach zu einem Dings-Villager werden? So, top. Nee, so einen brauche ich nämlich nicht. Ich brauche einen mit Reparatur, bitte. Plünderung 3 für 41, oh, du spinnst ja wohl. Aber wirklich, vielleicht können wir den, Alter, wenn wir das nochmal schaffen, ihn so weit hoch zu pushen, dass er nochmal runtersetzt, wäre das halt, wie viel hat er dann? Dann müsste er runter auf 6 gehen. Das wäre natürlich übelst geil. So, dann versuchen wir den hier gleich nochmal, kann er der jetzt, ne, Explosionsschutz, und geht er nochmal runter? Ne, der geht nicht nochmal runter, schade. Aber egal, wir kommen. Oh, Leute, es geht los. Jetzt haben wir es, Alter, wir haben es geschafft, Leute. Also wirklich jetzt, wir haben es geschafft. Wir haben so viele Reparaturbücher, dass wir mit denen nicht auskommen werden. Also wirklich, das ist so viel, das ist viel zu viel. Wir haben so viele Reparaturbücher, dass wir die niemals auf, Leute, ich komme damit gerade nicht klar. Ich muss das kurz verarbeiten, Alter. Wir haben einfach so viele Reparaturbücher, dass wir locker easy all unsere Sachen enchanten können mit Reparatur. Ohne Probleme. Und der Typ gibt immer noch Reparatur aus. Das ist der beste Villager, den ich jemals hatte. So, Leute, und das allererste, was wir jetzt tun werden, ist, denke ich, mittlerweile klar. Leute, oh mein Gott. Das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, bis wir das hier machen können. Reparatur Nummer 1. Reparatur Nummer 2. Reparatur Nummer 4. Reparatur 33 Level, jo, okay. Reparatur Nummer 7. Reparatur Nummer, Alter, Leute, wir sind
offiziell, wir können uns jetzt in die Netherfarm stellen. Und ich sag euch, all unsere Rüstungsteile sind innerhalb von Sekunden repariert. Das ist so krank, das ist so krank. Oh mein Gott. Ich komm damit, Alter, Leute, wir haben, Alter, wir sind voll Reparatur. Jedes unserer Teile, was wir besitzen, hat Reparatur. Es gibt nichts mehr von den Items von uns, was keine Reparatur mehr hat. Nichts. Wir haben einfach, wir sind komplett voll mit Reparatur. Und wisst ihr was, zur Feier des Tages gehe ich jetzt direkt, ich sprinte jetzt ab in den Nether. Und im Nether werden wir direkt gucken, wie das aussieht von der Reparatur her. Wie wir die Rüstung und alles, wie das hochbuben wird. Weil ihr wisst ja, wir haben ja eine Nether-Farm und ich denke, das wird krank. Das wird krank, oh mein Gott, endlich. Ich habe so lange auf dieses Reparaturbuch gewartet, so lange. Wir sind jetzt, vor allem durch die XP-Farm sind wir jetzt an der Zeit angekommen, dass wir auf unsere Picken etc. jetzt auch noch Reparatur drauf machen werden. Und ich sag euch jetzt schon, wir werden nie wieder, hier sind übrigens dann Reparaturbücher, wir werden nie wieder in irgendeiner Weise unsere Sachen reparieren müssen. Hier können wir gleich Reparatur drauf tun. Wo können wir noch Reparatur drauf tun? Aber ich denke, das wird gar nicht von den Leveln her ausreichen. So, Effizienz hier, Reparatur. Picke. Ja, Reparatur, nächste Picke. So, dann kommt hier Hose-Reparatur. Hier kommt Reparatur rauf. Und das werden wir jetzt alles im Nether reparieren. Und ich sag euch, das wird absolut null lange dauern. Am besten wäre es natürlich jetzt, wenn ich mit all meinen Leveln und all meinem Equipment irgendwo runterfalle, auf ganz dämlich und alles despawnt. Aber das sage ich lieber nicht, weil ich sehe es schon, wie es passieren wird und ich absolut weinen werde. Aber ich denke, das sollte nicht passieren. So, Alter, es hat schon wieder relativ schnell funktioniert, muss ich sagen. Man muss so einen kleinen Trick machen, dass man, naja, wie soll ich sagen, und da ist unsere Farm. Wie soll ich sagen, man muss sneaken und gleichzeitig springen. Das ist schwer zu beschreiben, das muss man sich so ein bisschen üben. Und wenn man den Takt kann, dann läuft das alles. Aber ich mache mich jetzt erstmal nach da oben. Und da oben gucken wir dann wirklich wieder, ich glaube, das wird richtig krank. Ich glaube, das wird richtig, richtig krank. So, und da sind wir oben angekommen. Hallo, liebe Pigments. Alles fresh bei euch, Leute. So, ich setze mir jetzt mal das auf und ziehe statt der Hose tatsächlich mal die kaputte an. Dann tue ich mir noch die Picke in meine Offhand und werde das Schwert in die Hand nehmen, sobald die dann hier alle sterben und ich in die Level gehe. Ich werfe jetzt einfach mal einen ab und nehme das schon mal im Voraus in die Hand und ich würde sagen, wir sehen uns so in circa, ach lass ich nicht lügen, in circa 3 Minuten wieder und schau mal, was passiert, wenn wir dort unten in unsere Levelblase treten, die dort unten gleich erscheinen wird. Also Leute, die sind hier zwar immer noch auf mich aggressiv am werden, aber ich muss jetzt schon reingehen, weil sonst despawn die XP. Ich habe jetzt 4,5 Minuten gewartet und ihr seht, meine Rüstung ist fast komplett voll. Allein nur durch die kleinen XP, die hier immer mal hochfliegen. Ich gehe jetzt mal in den Strudel und wir schauen jetzt wirklich, weil ich tue mir direkt mal hier das auf die Hotkeys, damit ich hin und her switchen kann, falls ich zu viel XP bekomme. Wir gucken jetzt mal, wie das aussehen wird und was mit der Rüstung passiert. Okay, die Picke ist fast voll. Das Schwert ist komplett voll jetzt. Die Picke in meiner Offhand auch fast komplett voll. Die Brust, die ich in der Hand habe, wird jetzt auch fast komplett voll. Ich habe ein Level abgemacht dazu. Und das alles haben wir jetzt nur durch 5 Minuten, die wir am Ende hier standen. 5 Minuten, Leute. Unsere komplette Rüstung ist voll. Alles komplett voll. Unser Schwert ist voll. Die Pick ist fast voll. Das hier ist alles fast voll. Und das durch 5 Minuten, die ich wirklich hier stand. So, jetzt hier nochmal der letzte Rest. Ja, es ist einfach nur krank. Es ist einfach nur so höllisch krank, wie insane das ist, Alter. Ich mache das jetzt hier einmal noch, damit ich meine Schaufel reparieren kann. Einmal, damit die Schaufel und die Axt auch ein bisschen repariert werden. Damit ihr das vielleicht nochmal live seht, wie das hier jetzt aussieht, wenn die Level dazukommen. Jetzt ist es natürlich nicht so viel, weil das ist jetzt hier nur ein Durchgang. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn wir erstmal hier oben stehen bleiben und warten, bis sich so eine kleine Wolke wenigstens gebildet hat. So, Leute, ich stand hier jetzt 2 weitere Minuten AFK. Also wirklich nur 2 Minuten sind das jetzt. Und mal gucken, was die Schaufel gleich sagt, wenn wir die Level fertig aufgesammelt haben. Und ist jetzt... Ah, sie wird gar nicht so voll. Ich hätte echt mit mehr gerechnet. Ich hätte wirklich gedacht, die Schaufel bekommt ein paar Level mehr dazu. Aber das ist echt nicht so viel, muss ich sagen. Aber besser als nichts, ne? Muss an dem... Alter, meine komplette Rüstung ist voll. Mein Schwert ist voll. Meine kompletten Dinger hier sind voll. Wenn ich hier jetzt AFK stehe, dann später, um ein paar Level an sich zu farmen, dann ist es ja eh komplett krank. Wenn wir dann noch eine XP-Farm irgendwie so haben, nebenbei, dann wird es ja, das wird ja immer krasser. Es ist einfach absolut heftig. Wenn ihr euch vorstellt, guckt mal, all unsere komplette Dia-Rüstung voll. Schwert voll. Die Picken sind komplett voll. Außer die da, die ist nicht so voll. Und die drei
sind die einzigen Tools, die ich halt auch nicht in der Hand hatte, die halt nicht irgendwie voller geworden sind. Und ich habe immer noch, das dürfte ich nicht vergessen, ich habe immer noch 69 Level. 69 Level habe ich immer noch hier. Und der Reparatur-Villager ist halt schon wieder, er ist schon wieder frei. Ich kann schon wieder mit ihm traden. Ey, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Wirklich jetzt, Alter. Das ist der krankeste Villager, den ich jemals so hatte. Egal, ob es von den Trades her ist oder von irgendwas anderem. Nur, wenn wir jetzt auch rübergehen und uns ganz viele Bogentypen machen, die mit uns Sticks traden für Emeralds, und wir dann davon ganz viele Emeralds haben und am besten dann noch mehr Reparatur-Villager und dann noch Behutsamkeits-Villager, wenn wir dann noch Villager haben, die uns Rüstung traden, also wirklich die ja Rüstung, die richtig gut ist, wenn wir das auch noch hinbekommen und wenn wir es dann noch schaffen, dass uns Villager die Tools traden, also Diamantspitzhacken, Diamantschaufeln, Diamantäxte, dann... Leute, dann ist es wirklich so weit, dass ich sage, wir sind an einem Punkt gekommen, wo wir sagen können, wir müssen nie wieder in irgendeiner Weise mine gehen. Und darauf habe ich so Bock. Ich bin da so hyped drauf. Leute, ich kann hierzu einfach nicht mehr viel sagen, weil meine Nerven gerade wirklich so blank liegen, Alter. Ich bin gerade richtig, Alter, von dieser Moment, wenn du vom Minecraft-Spielen einfach fertig bist. Nein, Alter, was ich dazu nur sagen kann, ich bin so unfassbar glücklich, dass wir es endlich geschafft haben, dieses Reparaturbuch zu bekommen. Dass wir endlich einen Schritt weiter gekommen sind, nachdem wir... Alter, ich habe so viel Kacke ja für diese Reparatur-Villager gemacht. Das ist ja... Das ist so unfassbar. Und ich bin da echt übelst froh drüber. Und ich hoffe, dass wir in nächster Zeit vielleicht ein bisschen mehr Glück mit den Villagern haben. Ich auch ein bisschen mehr Talent beweise. Weil ihr habt ja gesehen in den letzten Folgen, dass ich ein paar viele Fehler wahrscheinlich gemacht habe. Oder oft gemacht habe. Ich hätte den Weg oder... den Weg zu diesem Villager echt um einiges vereinfachen können. Aber das ist halt jetzt so, wie es dann am Ende gelaufen ist. Und letztendlich haben wir den Villager. Ich bin echt froh drüber. Wir haben Reparatur überall drauf. Wir haben noch zahlreiche Reparaturbücher, die wir benutzen können. Wir können... Wir werden einfach nie wieder irgendeinen Mangel daran haben, dass unsere Tools kaputt gehen, weil ich exakt 10 Minuten in den Nether gehen muss und dann all meine Tools wieder voll sind und das reicht dann wieder 10 Jahre. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es ist nicht allzu kurz geworden. Ich sage es relativ oft und dann wird die Folge am Ende 15 Minuten lang, aber ich kann das momentan null einschätzen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, wir sehen uns außerdem morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.